Und dann Weihnachten zusammen mit der Familie essen. Ja, und Kekse backen, also Plätzchen. Ja, und nicht auf dem Sofa das Weihnachtsessen servieren. Genau. Auf dem Teller. Ja, wohl, das wird eng. Wie viele Leute sind wir denn eigentlich zu Weihnachten? Drei. Ach schon, ja, Heiligabend. Da Bisschen. gibt's, Heiligabend gibt es ja nur Bockwurst mit Kartoffelsalat. Ne, Buletten bin. Ach schon, du willst ja keine Bockwurst. Machen wir beides. Natürlich, wie immer. Aber am ersten Nein. Weihnachtsfeiertag sind wir drei, meine Mutter, ihr Freund, dein Papa. Kommt deine Mutter? Ja, stimmt, weiß ich ja gar nicht. Stimmt, die konnte ja nicht, die muss ja selber arbeiten. Oder ist ja selber woanders. Stimmt Ja. eigentlich auch wieder. Kommt den Patenonkel? Nee, wahrscheinlich Vielleicht. nicht, ne? Und Nachbars? Wollte ich gerade sagen, die kommen, die freuen sich schon. Snoopy kommt doch mit Frau. Snoopy und Frau kommen. Ja, kriegen wir schon. Also sechs Leute. Dann vielleicht nicht an dem Tisch. Holen wir vielleicht deren Tisch nach, zu uns hoch. Dann klappt das auch. ja, Super Plüsch kommt auch. Wenn wir denn deren Tisch zu uns hochstellen, müsste Snoopy es auch und Super klappen. Plüsch. Und dann kann man ausziehen. Ja, passen denn da so viele Leute ran? So 6, 7, 8. Die müssen auf jeden Fall Stühle mitbringen. So viele Stühle haben wir nicht. Nein. Warte mal kurz. Mal ganz kurz hier mein Inventar mal durchgehen, vor lauter Gequatsche. Überlege ich gerade. Die eigene höhere Intelligenz. Nehmen wir die mit. Und gehen wir ganz kurz in die Stadt, den Rest wegwerfen. Können wir machen? Wenn wir schon mal hier sind. Lager, Lager, Lager. Nein, nein. Wo müssen wir hin? Doch, die Zitadelle der Bastion. Ist doch das Haus abgebildet, Trottel. Guck doch hin. Auf jeden Fall, weil wir halt gestern nicht aufgenommen haben, hängen wir eigentlich hinter unserem Aufnahmeplan hinterher. Also mehr als sowieso schon. Denn wir wollten Ja. ja eigentlich das Projekt beendet haben, bevor, also jetzt während Schatzi im Urlaub ist, weil die hat ja gerade Urlaub. Da wollten wir das ja eigentlich beendet haben, weil es ja ein bisschen blöd ist, nach dem Urlaub das zu machen, weil Schatzi ja nach dem Urlaub arbeiten muss. Wer hätte es gedacht? Klingt, ja, klingt Wer logisch. hätte es gedacht? 14% mehr Leben. Abklingzeit reduziert. Diamant brauche ich doch eigentlich, ne? Abklingzeitreduktion für Kopf. Da ja eigentlich nur Samstagabend immer zur Verfügung steht zum Aufnehmen. Das würde sonst ein bisschen zu spät werden. Wenn wir Kapitel 4 und 5 heute, also heute kriegen wir Kapitel 3 vielleicht abgeschlossen. Vielleicht. Müssen wir gucken. Wie weit bist du? Ich bin soweit. Okay. Kapitel 3 kriegen wir vielleicht heute abgeschlossen. Wenn wir dann morgen Kapitel 4 vielleicht abgeschlossen kriegen. Vielleicht mal gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt ganz eng beieinander laufen, dass die Tür nicht zugeht vor dem anderen. Ah, nee, wir sind eingeportet, okay. Wie hat er dich jetzt gerade angesprochen? Hat er mit dir geredet oder mit mir? Ihr seid die, die Belial getötet haben. Habt. Nee, bei Hat. mir hat er gesagt, ihr seid die, die Belial getötet hat. Ja, bei mir auch. Also hat er mit mir geredet, auch bei dir. Gut, also spricht er quasi immer mit dem Gruppenführer, dem Gruppenleiter. Ich denke irgendwie gerade an die Nacktschnecke. Oh, ich hab mal Erfolg erzielt. Ohne von seinem Giftgas getroffen zu werden. Yay! Ist noch ein Tagebuch. So.
So. Fertig. Soll Green. Yummy. Yummy. Irgendwas gekriegt, was sich lohnt? Nöp, nöp, nöp. Weniger Intelligenz, also nöp. Machen wir mal Leercodes, dass es weg ist. Oh, da ist ein Diamant drin, ein größerer. Ich habe einen größeren Diamant. Ich tausche schnell die Edelsteine aus. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. Zack, können wir nämlich die da reinstecken. Denn der ist besser. So, mein Spatz, weiter geht's, ne? Ne, weil ich sag mal, wenn wir heute Kapitel 3 und morgen Kapitel 4 abgeschlossen kriegen. Sonntag können wir nicht aufnehmen, weil das Football. Was los? Ich muss erstmal kämpfen. Also ich habe hier kein Video, du? Nein, okay, dann diese Szene gerade. Ach so, ja, das muss was explodiert. Mein dicke Ding ist im Weg. Okay. Halt müssen wir mit ihm hier quatschen. So, oben raus, ne? Was Schatz? denn? Was denn? Wo müssen wir jetzt hin? Der sagt, wir müssen hier raus und der sagt, wir müssen nach Ja. unten. Nee, ah nee. Nach oben. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Die Festung ist sicher. Aber unser Kampf geht auf den Schlachtfeldern weiter, wo Asmodans Kriegsmaschinen tot auf die zerstreuten Verteidiger herabregnen lassen. Geh mal da unten. Beim nächsten Mal, wenn wir So. in die Stadtpforten kommen, muss ich nochmal gucken wegen neuen Fertigkeiten, ob ich die verändern kann. Ach so, okay, kann man machen. Ich bin ja mal gespannt, wie die Er will Seahawks was. spielen. Ach so. Überquert die Brücke? Welche Brücke? Die kommt noch, die ist hinter dem Schlachtfeld. Ach so. Ist sie nicht auch immer irgendwie Kopfgeld? Ja, ne? Aber kommen wir mal kurz zum Sport, Schatzi. Ja. Bist du gespannt, wie deine Seahawks spielen übermorgen? Also ich fand das Spiel spannend genug beim letzten Mal, auch wenn sie eine auf die Mütze gekriegt haben. Das Eröffnungsspiel war nicht schlecht, das war relativ spannend gegen die Packers. Basta ist natürlich froh, dass sie das Eröffnungsspiel gewonnen haben. Kann ich mir Natürlich, aber denken. man muss zugeben, es war ein spannendes Spiel, ein Genau. schönes Spiel. Also für die, die sich fragen, wann wir diese Folge hier aufnehmen, wir haben gerade den 15. September. Wie gesagt, wir nehmen hier viel im Voraus auf, weil wir hoffen, das Projekt ja fertig zu kriegen, während Schatz hier im Urlaub ist. Weil ja, wie gesagt, sonst immer nur Samstagabend ist. Da will ich ja ungern mit Schatzi abends aufnehmen. Da würde ich natürlich Samstagabend viel lieber mit Schatzi irgendwas anderes machen. Zum Beispiel ins Steakhouse essen gehen oder so. Warten, dass sie das warten, bis die Mami vom Schwimmen kommt, ne? Genau. Und solche Geschichten. Deswegen nehmen wir alles jetzt ja sofort auf. Und naja, wir sind noch quasi im zweiten Spieltag beim Football. Das Donnerstagspiel ist schon vorbei. Da haben die Bengals gegen die. Oh Gott, Titans? Oder gegen die Texans gespielt? Ich weiß es nicht. Ich glaube gegen die Titans, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube gegen die Titans haben sie gespielt. Und ja, sie haben das erste Spiel übrigens 20-0
wiederholen diese Zahl 20-0 verloren. Und jetzt das zweite Spiel haben sie 13-9 verloren. Witzig ist, dass man auf Twitter bei den Fans immer liest, ja, schmeiß den Trainer raus, schmeiß den Trainer raus. Aber beim Football gilt eigentlich das gleiche wie beim Fußball, dass nicht nur der Trainer dran schuld ist, weil der Trainer kann so viel erzählen, wie er will, was die anderen machen sollen, wenn sie sich nicht daran halten, was sie machen sollen. Beim Football ist es ja auch so, dass die Quarterbacks eigentlich auch eigene Entscheidungen treffen dürfen. Ne, welchen Spielzug sie jetzt spielen. Und naja, ich gebe da eher den Quarterback Andy Dalton die Schuld. Oder auch den Quarterback-Coordinator oder den Offense-Coordinator. Weil sehr wenige Spielzüge über AJ Green gelaufen sind und der eigentlich eine Passmaschine ist. Also wenn man denen Pässe zuwirft, normalerweise kommen die auch bei dem an. In einem ordentlichen Maß. Und der wurde eigentlich kaum angespielt. Und das ist in meinen Augen sträflichst versagt worden. Den anzuspielen, das hätte man eigentlich machen müssen, öfters machen müssen. Und das ist auch das Problem beim Donnerstagsspiel gewesen. Das habe ich zwar nicht gesehen, weil die ja nicht in Deutschland übertragen werden. Zumindest nicht, wenn man kein Season Pass hat oder irgendwo anders ein Abo abschließt, um die Spiele zu sehen. Ja, leider. Ich sehe dieses Jahr schwarz oder wieder mal schwarz für die Playoffs. Jetzt schon, nach zwei Spielen. Naja. Muss ich halt durch. Gucken, wie sich die Seahawks schlagen am Sonntag. Ich glaube, die spielen am Sonntag, glaube ich, oder? Vielleicht, ich weiß es nicht. Muss man später mal gucken, ob die am Sonntag spielen oder das Montagsspiel haben. Aber naja, mal schauen. Oder wie sich vom Blacky die Panthers schlagen. Oder vom Buster. Ja, okay, die vom Buster, die Packers schlagen sich ja nun mal aktuell nicht schlecht. Also im ersten Spiel zumindest nicht. War schon nicht übel. Ich bin gespannt. Aber, naja. Wie gesagt, Angst vor den Playoffs hat man dann da schon, weil man schon weiß, wie es ausgehen wird. Also ich fürchte, sie werden kein positive Sieg-Niederlage-Verhältnis haben. Am Ende der Regular Season. Bei den Bengals zumindest nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Jahr wirklich ein richtig, richtig Möchtest mieses... Möchtest du schon das Trebuchet angreifen? Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Okay. Also ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass sie dieses Jahr wirklich eine richtig miese Saison hinlegen. Ordentlich einen auf die Gusche kriegen. Da mal kräftig im Trainerstab wahrscheinlich denn umgebaut wird. Vielleicht sogar Quarterback-mäßig umgebaut wird. Wobei der Ersatz, den sie haben, der ist auch scheiße. Der ist ja noch schlechter. Also ich glaube, bei meinem Dämonenjäger war es so, dass das hier ist das Setportal. Genau hier. Ja, ich bin auch beschäftigt, auch mit Typen kaputt hauen. Nee, ich sag ja nur, da wo das Trebuchet ist, ist das Setportal. Ne, Trebuchet. Da fällt mir immer wieder ein, da fallen mir immer wieder die zwei Kinder aus dem Games Workshop ein. Games Workshop hat ja eine Zeit lang oder macht eigentlich immer noch Miniaturen unter der Herr der Ringe Lizenz. Da gibt es ja auch eine Trebuchet, ich glaube bei, oh Gott, nicht Gondor, sondern die andere Stadt, die weiße Stadt, wie heißt denn die nochmal? Minas Tirith. Minas Tirith, genau, da gibt es auch die Trebuchets, die auf den Türmen stehen und dann halt die Bruchstücke wegkatapultiert haben. Und da gibt es ja, wie gesagt, die Trebuchet von Minas Tirith. Und die Kids konnten Trebuchet nicht aussprechen, die haben Trebuchte gesagt. Ach so. Die Trebuchte. Naja. Finde ich halt irgendwie lustig. Und wenn ich von Kids rede, rede ich hier nicht so von unter 10-Jährigen, sondern schon so 13, 14. Wie war das mit den Siebtklässlern? Wie schreibt man Hirsch? Ja, okay, das ist einfach nur peinlich. Und mittlerweile haben wir hier weitaus mehr Gegner. Also hier mal so ein Kopfgeld mit Töte so und so viele. Ist gar nicht so verkehrt. Also das letzte ist, glaube ich, unten rechts. Die letzte Balliste, wenn ich mich nicht irre. Die letzte Trebuchte? Nein, Balliste. Es gibt nur eine Trebuchte hier. Das stimmt.
Ich hole mal ein paar Bogenschützen mit dazu. Die Burgwache ist fast tot. Darf der sterben? Ja. Der ist Da steht. nur. Ich habe es extra geguckt, ob hier nicht irgendwas steht, von wegen, der darf Nein, nicht nein, sterben nein. oder so. Aber wir heilen ihn ja auch mit. Yay, alle Den Sprengsätze aktivieren. gibt es einfach nur als Bonus dazu. Poltergeist. Unten sagst du? Also hier so lang. Ja, laufen wir erstmal. Lass mal kurz die Geier, wie sie, wenn sie landen, lass sie ruhig landen. Oh ne, das sind Elite, die nehmen wir mit. Elites nehmen wir mit. Boah, ey, guck dir das an, diese Aasgeier hier überall. Boah, ist das krank. Brust oder Keule? Brust, immer. Da ist die letzte. Bam, 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 bam. Boah, ist das schön. Ich liebe es. I love it. It's so fluffy. I'm gonna die. So, und jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, erstmal, ne? Töten. Töten, töten, töten. Aber weißt du, was mir auffällt? Wir sind jetzt Was nach denn? Kapitel, also mit Beginn Kapitel 13 sind wir gerade mal, Anführungsstrichen, gerade mal bei 18 Folgen. Wobei zwei Kurzfolgen drin waren, also die zum Ende der Kapitel hin. Tja. Also wird das Projekt vielleicht nicht sonderlich lang. Also ich habe rechne Du jetzt so hast. mit maximal 40 Folgen oder so. Ich darf dich daran erinnern, dass du noch dass du noch andere Projekte hast. Ja, ich weiß. Ich muss da noch was aufnehmen. Aber hier ist halt blöd, weil gestern hatte ich halt gar keinen Bock mehr zum Aufnehmen gehabt. Vorgestern dachte ich mir, ja gut, wenn du den nachts aufnimmst, ist es blöd, wenn du vormittags früh zum Ikea fahren willst, dann willst du halbwegs wach sein. Heute denke ich mir, wir wollen morgen nach Köln fahren, da kannst du auch nicht die Nacht durchmachen, wäre auch blöd. Morgen die Nacht durchmachen ist auch blöd, weil du möchtest ja, so ist ja Sonntagvormittags zum Fritz, Frühstück essen. Wir können auch zum Mittagessen sein gehen. Aber dann kriege ich kein Omelett mit Ja, ist ja Pilzen. gut. Weil es ist halt so blöd, ne? Mit diesem, wenn man sich sagt, aber am nächsten Tag ist halt. Ne, ist halt was anderes, wenn ich sagen kann, am nächsten Tag wollen wir nirgendwo hin. Wir machen nix am nächsten Tag. Müssen wir hier hin irgendwo? Nein, da kommen wir her. Ne, wenn wir sagen würden, morgen hätten wir gar nichts vor. Außer Eier schaukeln. Das haben wir nur Sonntag. Abgesehen Außer, davon, zum ne, Fritz zu stimmt, ab, gehen. genau, abgesehen davon. Deswegen sage ich ja, wenn wir gar nichts vorhätten, dann wirklich nur Eier schaukeln. Also morgens aufstehen, ganz normal frühstücken und dann Buch lesen und den Kleinen beschäftigen, dann oder spazieren gehen halt mit dem Kleinen. Dann würde ich eiskalt sagen, ja gut, bleibe ich zu Hause. Gehst du mit ihm spazieren? Wenn das Wetter passt, ansonsten bleibst du halt mit ihm zu Hause und ich kann halt dann schlafen. War das jetzt eine Frage, oder? Nein, 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 das war ein Beispiel. Ach so. Das war ein Was wäre, wenn? Ach so. Aber da wir ja schon was geplant haben Genau. am letzten Urlaubstag. Also außer natürlich am Montag willst du nicht ausschlafen, aber da musst du ja schon wieder arbeiten, Montagnacht. Da willst du wahrscheinlich auspennen am Montag. Da kann ich aber auch nicht an wirklich ausschlafen, weil du ja da den Keller unsicher machst. Ja, aber ich würde am Montag eher ausschlafen und Und dann dann erst an. und am Sonntag dann vielleicht aufnehmen. Ach so. Weil du fängst sehr spät an, du fängst fest erst um 20 Uhr zur Arbeit. Na, verdammt. Na, 19:30 Uhr. Bist du etwa müde, Schatz? Nein, ich habe nur eine Energy Drink jetzt. Also ich werde danach immer müde.